Und ich habe jetzt einen Studiogast bekommen, und zwar Sophie Karmasin. Sie ist eine der bekanntesten Meinungsforscherinnen des Landes, ehemalige parteilose Politikerin. Von 2013 bis 2017 waren Sie Familienministerin. Und Sie haben jetzt gesagt, Sie fiebern selber mit, denn Sie kennen ja Martin Kocher relativ gut. Sie haben ja bis vor kurzem mit ihm gemeinsam wissenschaftlich gearbeitet. Was können Sie uns darüber erzählen? Ja, also ich kenne Martin Kocher schon 5, 6 Jahre. Schon in meiner politischen Funktion habe ich ihn kennengelernt, weil ich damals einen verhaltensökonomischen Beirat für das Familien- und Jugendressort aufgesetzt habe. Und da war er und andere Professoren, beispielsweise Erich Kirchler oder Matthias Sutter oder Nina Massar von der Weltbank, als verhaltensökonomische Experten, die das Ressort und mich beraten haben, wie man politische Maßnahmen besser aufsetzen kann, besser kommunizieren kann. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und damit haben wir uns auch, was ja durchaus, kann man sagen, befreundet ist vielleicht zu viel gesagt, aber jedenfalls sehr gut kennengelernt. Und unsere Leidenschaft für die Verhaltensökonomie hat uns da zusammengebracht. Ich bin ja selber Psychologin und Betriebswirtin und er ist Verhaltensökonom. Also von dem her passt das ganz gut zusammen. Und habe jetzt einige Jahre mit ihm am IHS in der Gruppe Verhaltensökonomie mit dem Namen Inside Austria gearbeitet. Gemeinsam im Leitungsteam waren wir hier zuständig für das eigentlich Aufsetzen dieser Gruppe. Und von dem her tut es mir sehr leid, dass Martin Kocher hier in die Politik gegangen ist. Aber ja, wie kann ich ihn beschreiben? Also er ist ein absolut gebildeter, intelligenter Mensch und Betonung auf Mensch. Also er ist definitiv jemand, der empathisch ist, der sehr gut zuhören kann, der sich unglaublich schnell auf Herausforderungen und Problemstellungen einlassen kann, sehr schnell die Zusammenhänge versteht und kreative Antworten geben kann, nicht die klassischen. Also er denkt durchaus out of the box. Abgesehen davon ist er einfach ein sehr angenehmer Geschäftspartner und Kollege, also weil er aufrichtig ist, ehrlich, direkt, sehr pragmatisch, sehr lösungsorientiert. Ich kann nur Gutes sagen. Ihn selbst hat die Bestellung überrascht. Wie überrascht waren Sie, als Sie vielleicht bei uns am Sonntag erfahren haben, dass Martin Kocher jetzt wirklich der neue Minister wird? Also im Nachhinein hat es mich dann wieder nicht so überrascht, weil aus der Perspektive von Sebastian Kurz war es, glaube ich, die Punktlandung. Ich glaube, es gibt keine bessere Personalwahl jetzt genau in dieser Situation für diese Position, die jetzt vakant ist. Also das ist, glaube ich, wenn man dreimal nachdenkt, sehr, sehr naheliegend. Aber dennoch für ihn persönlich, und im ersten Moment war ich da eher quasi aus seiner Perspektive, war es schon überraschend, dass er diesen Schritt macht. Hat Sie überrascht, dass er dann doch Ja gesagt hat? Ja, im ersten Moment hat es mich überrascht, im zweiten dann nicht. Dann habe ich es verstanden. Aber letztendlich ist es mir auch ähnlich gegangen. Also ich damals, 2013, war ich Vollblutforscherin, zwar jetzt nicht wissenschaftlich, universitär, sondern in der Markt- und Meinungsforschung. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen fast, ich will nicht sagen ein Gegensatz, aber die Wissenschaft bereitet Ergebnisse, Facts und Figures auf und die Politik entscheidet. Und das meist ja ideologisch. Und das schließt sich manchmal doch ein bisschen aus. Und da die Seiten zu wechseln, es ist schon so, ist im ersten Moment sehr ungewohnt. Für einen ein selbst, Schritt. Aber natürlich dann auch im Alltag. Also das ist schon ganz was anderes. Und ja, aber ich bin sicher, er wird das genauso gut machen wie alles andere, was er zuvor gemacht hat und sich da sehr schnell eindenken können und die Gesetzmäßigkeiten verstehen wird. Genau wie Sie ist er ja auch parteilos und hat schon angekündigt, er möchte nicht ÖVP-Mitglied werden. Was bedeutet das, wenn man dann vielleicht auch nicht die politische Verankerung hat? Wie weit kann man sich dann durchsetzen? Wie haben Sie das erlebt als parteilose Ministerin? Also mir war es ganz wichtig, parteilos zu bleiben. Ich bin eben aufgewachsen, habe studiert und Jahrzehnte in der Forschung gearbeitet und da ist Objektivität und Neutralität das oberste Leitprinzip. Das ist mir sozusagen in die Gene eingeschrieben, ja auch von meiner Familie. Und deswegen konnte ich das auch gar nicht verlassen. Wenngleich natürlich war es klar, dass ich jetzt keiner kommunistischen Partei beitrete oder auch nicht sympathisiere. Also das sozusagen das Werteumfeld, das hat schon gepasst. Aber für mich war das genauso wichtig und ich nehme an, es ist für ihn
der gleiche Zugang zu sagen, ich lasse mich nicht vereinnahmen, sondern für mich ist die Evidenz, die wissenschaftliche Erkenntnis, die wissenschaftliche Wahrheit, das Prinzip und das Maß aller Dinge, und das steht dann im Vordergrund. Und deswegen möchte er sich da wahrscheinlich nicht mit einer Partei so identifizieren, also jetzt im Parteibuch. Aber auch hier glaube ich, dass Martin Kocher, soweit ich ihn kenne, jetzt kein Vollblutkonservativer ist, aber natürlich wirtschaftsorientiert, mit einem starken, auch bürgerlichen Wertefundament. Also das, glaube ich, passt schon grundsätzlich gut, sonst hätte das auch Sebastian Kurz nicht gemacht. Letztendlich ist es dann egal, ob man Parteibuch hat oder nicht, inhaltlich gesehen. Aber das, was Sie angesprochen haben, nämlich dann die Verankerung, ist natürlich schon ein Thema, überhaupt keine Frage. Also das ist Wie haben Sie das erlebt? Es ist ein Unterschied, ob man in der JVP, was in Zeiten wie diesen mit Sebastian Kurz quasi auch das Beste und Naheliegendste wäre, aus der JVP zu kommen, ist es einfacher. Man kennt alle Akteure, man kennt jeden Pressesprecher in jedem Ressort, man kennt natürlich in den Ländern alle Verantwortlichen und hat da sozusagen das auch schon mit der Muttermilch aufgenommen, was es da geht. Mhm. Und hat natürlich den Rückhalt dieses Bundes. Mhm. Und welcher Bund es jetzt auch immer ist, ob es der Wirtschaftsbund ist oder der ÖAB oder die JVB oder die ÖVP-Frauen, die man nicht vergessen darf, ist es dann schon in den Parteigremien natürlich entscheidend, ob die für einen stimmen und für die vorgelegten Ideen oder ob die nochmal zurückhaltend bleiben. Weil ja, je mehr Bünde und je mehr Persönlichkeiten und Länder für die vorgeschlagenen Lösungen stimmen, umso besser. Das ist ja klar. Mhm. Aber ich denke, dank seiner Expertise und seines auch Gewichts wird das, hoffe ich, keine Rolle spielen. Mhm. Aber es könnte durchaus negativ sein in den nächsten Wochen und Monaten für ihn. Also intern ist es kein Vorteil, das braucht man ja nicht beschönigen. Mhm. Es ist kein Vorteil, aber es muss jetzt nicht zwingend ein Nachteil sein. Noch dazu im Arbeitsministerium ist es jetzt keine so starke Ländermaterie, wie es in meinem Ressort war, wo ja Kindergarten komplett Ländersache eigentlich ist. Also von dem her hat er nicht so viel Notwendigkeit, sich jetzt mit den Ländern so intensiv abzustimmen, sondern eher auf Bundesebene. Und das ist dann ein Vorteil. Da Sie ja mit ihm zusammengearbeitet haben, kennen Sie ihn recht gut. Was glauben Sie, was für eine Art von Arbeitsminister wird er werden? Es kommen jetzt ganz wichtige Entscheidungen auf uns zu. Wie geht es mit dem Kurzarbeitsmodell zum Beispiel weiter? Was können wir uns da von ihm erwarten? Ich glaube, er wird die Themen gut abwägen, sozusagen systemisch von allen Seiten betrachten. Also eben, das ist auch der Vorteil des unabhängigen Experten, dass er nicht jetzt ausschließlich klarerweise nur die Arbeitnehmerposition fährt oder auch nur die Arbeitgeber, sondern dass schon die Themen um 360 Grad weit analysiert und hier sich alle anhört. Das ist sicher sehr offen und sehr aufmerksam. Und dann, glaube ich, eine Lösung finden wird, die im Ausgleich steht, die maximal alle Positionen einbezieht. So kenne ich ihn, dass er solche Lösungen anstrebt. Wie weit das natürlich im politischen Alltag dann möglich ist, ist dann wieder eine andere Geschichte. Also das ist natürlich was anderes, ob man das im IAS macht oder auf Bundesebene mit starken Sozialpartnern. Mhm.